Hält man sich vor Augen, wie viele Menschen jedes Jahr an einer Grippe sterben, dann wird einem klar, dass wir bessere Impfstoffe benötigen, um uns vor dieser Krankheit zu schützen. Und wir reden hier nur von der Grippe, die zu einer bestimmten Jahreszeit auftritt. Kommt es zu Influenza-Pandemien, steigt die Sterbeziffer. Und die Frage ist nicht, ob das passiert, sondern wann. Ich heiße Guus Rimmelswaan und bin ausgebildeter medizinischer Biologe. In den letzten 32 Jahren habe ich mich auf die Virusimmunologie spezialisiert. Seit mehr als 20 Jahren forscht Guus Rimmelswaan im Erasmus Medical Center in Rotterdam zu Influenzaviren. Influenzaviren sind wirklich verblüffend und sehr speziell. Sie sind sehr effektiv, da sie die durch vorherige Infektionen natürlich aufgebaute menschliche Immunität unterwandern können. Das ist hochinteressant, aber auch ein großes Problem. Es ist sehr schwer, Impfstoffe gegen diese Viren zu entwickeln, da man sie fast jedes Jahr anpassen muss. Zudem können Influenzaviren vom Tier auf den Menschen übertragen werden und umgekehrt. So können neue Grippestämme entstehen, die eine flächendeckende Epidemie auslösen können. Mein größtes Interesse besteht darin, herauszufinden, wie es zu dieser Immunität der verschiedenen Erregerstämme und der Subtypen von Influenza-A-Viren, die von Tieren übertragen werden, kommt. Rimmelswaan hat herausgefunden, welche wichtige Rolle zytotoxische T-Zellen bei der Bekämpfung von Influenza-Viren spielen können. Influenzaviren sind besonders mutationsfreudig. Jede Saison eine neue Variante. Das ist die besondere Herausforderung. Es gibt zwei Abwehrmechanismen der adaptiven Immunantwort: Antikörper und T-Zellen. Antikörper sind gegen ein spezifisches Oberflächenprotein eines Virustyps gerichtet und können daher das Virus eines neuen Subtyps meist nicht erkennen. T-Zellen hingegen erkennen bestimmte unveränderliche Proteine, die sich an der Oberfläche infizierter Zellen zeigen. Sogenannte konservierte Proteine. Aufgrund der ähnlichen Struktur der konservierten Proteine bei Infektion mit Virus 1 oder Virus 2 sind T-Zellen in der Lage, beide mit dem Virus infizierten Zellen unschädlich zu machen. So können sie auch neue Varianten von Grippeviren schnell bekämpfen. Wir führen viele Experimente durch, um zu sehen, was für Auswirkungen die T-Zellenimmunität auf die Virusreplikation hat. Rimmelswaan will erforschen, wie die Immunität, die bei Menschen ausgelöst wird, mit Viren reagiert, die vom Tier stammen. Ich denke, es ist wichtig, dass man diese Viren nicht nur aus der humanmedizinischen oder tiermedizinischen Perspektive betrachtet, sondern aus einer gemeinsamen Perspektive, nach dem One Health-Gedanken. Der Blick fürs Ganze, Präzision und Konsequenz, das fasziniert Guus Rimmelswaan. Auch beim Golfen, in seiner begrenzten Freizeit. Trifft man den Ball richtig gut, landet er auch richtig gut. Bei dem Spiel geht es vor allem um mentale Stärke. Man muss sich konzentrieren und eine gute Technik haben. Es geht nicht um körperliche Stärke, sondern um Technik und Konzentration. Dinge, die man auch braucht, um ein Weltklasse-Virologe zu werden. Hannover wird der nächste Schritt in seiner Karriere. Die Tierärztliche Hochschule ist bestens auf den Professor vorbereitet. Das dortige Research Center for Emerging Infections and Zoonosis, kurz RITZ, ist der perfekte Ort für ihn, um an der Schnittstelle zwischen Human- und Tiermedizin zu forschen. Well, first of all, it's a big honor. Es ist eine große Ehre, diesen Preis und diese Professur zu erhalten. Sie birgt sehr viele Möglichkeiten, die ich in Rotterdam nicht hatte. Ich kann ein ganz neues Forscherteam aufstellen, das sich engagiert der Forschung im Bereich der Immunität gegen Influenza und andere Viren widmet. Das ist wirklich ein großer Vorteil. Zusätzlich haben wir im Forschungszentrum RITZ die Möglichkeit, umfassende Tierstudien durchzuführen. Die TIHO hat ein großes Tierlabor gebaut, wo wir mit hochpathogenen Erregern forschen können.
pathogenic viruses. Mit neuen Kollegen in einem neuen Umfeld. First of all, I would like to introduce our new Alexander von Humboldt Professor. All right, so my name is Chris Rilswaan. Prize winner of the Alexander. Die Alexander von Humboldt Professur und die beträchtliche Finanzierungssumme helfen dem Fortschritt meiner Forschung enorm. In den kommenden Jahren werde ich viel über die Immunität gegenüber Influenzaviren und möglicherweise auch über die Immunität gegenüber anderen Viren lernen. Um besser vorbereitet zu sein auf die nächste Epidemie und vielleicht irgendwann einmal dem heiligen Gral der Immunvirologie näher zu kommen. Dem Universal-Influenza-Impfstoff.